liebe Videofreunde, es gibt mal ein bisschen was zu hören von uns. Wir befinden uns gerade in der Nähe von Eisenach an der Kreuzburg und hier gibt es einen Stellplatz und es ist sehr nett hier. Wir haben das im Park for Night gefunden, den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken und werden euch den mal zeigen. Ja, und nachher berichten wir mal von unserer verrückten Woche, die wir jetzt hatten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier den Stellplatz an. Hundi freut sich, der ist gleich mal rausgehüpft. Der ist echt schön gelegen, der Platz, ne? Die Straße ist doch nicht gut. Die Straße, ja, man hört ein bisschen was, aber ist nicht so schlimm. Ja, wir sind ja eine Woche später. Ihr habt das ja irgendwie vielleicht ein Teil, oder einige von euch haben es mitbekommen, dass wir den Karawansalon auslassen mussten und das lag daran, dass meine Mutter plötzlich erkrankt ist. Die hat hohes Fieber bekommen, es ging ihr gar nicht gut und ich musste mit ihr in die Notaufnahme, aber sie hat sich jetzt wieder erholt und ist über den Berg und ja, jetzt haben wir uns gesagt, okay, wir fahren jetzt einfach mal los und probieren es und ich hoffe, dass alles gut geht, dass wir wenigstens ein paar Tage rauskommen, weil Michael hat ja so sein Art Dorffest, Kirp nennt sich das. Und da will er immer einmal im Jahr hin, weil da alle seine Freunde sind. Und er hatte ja gestern Geburtstag, am 9.9. ist er 59 geworden und musste mit seiner Frau ganz alleine feiern. Er war etwas deprimiert, aber es war halt nicht zu ändern. Und wir haben es gestern noch ein bisschen gut gehen lassen. Und jetzt sind wir heute losgefahren und ja, hoffen auf das Beste sozusagen. Och, guck doch mal hier, die Schwäne. Oder von der Brücke befindet sich die Liborius-Kapelle zu Kreuzburg. Gehen wir mal gucken, ob offen ist. Eine ganz alte Kapelle, da gibt es einen Förderverein dazu. Schauen wir mal. Thank you.
So, bei uns gibt's heute was ganz Einfaches, aber da habe ich voll Appetit drauf. Bei uns gibt's heute Rühreier mit Bohnen, wie in England. Ich esse das voll gerne. Michael isst ohne Bohnen, ich mit. Oder isst du auch ein paar, dass wir zusammen abheben können. Schwerelos. Müssen wir die Tür auflassen? Völlig schwerelos. Müssen wir die Tür auflassen heute Nacht hier? Ich wollte euch übrigens mal was erzählen. Und zwar war ich letzte Woche bei meiner Mutter und gehe da so die Tür rein, den Eingang, und da sagt jemand zu mir, sind die noch haltbar? Nee, das sagt natürlich nicht jemand zu mir. Claudia. Hallo Claudia. Na, dann drehe ich mich um und gucke die Person so an, die Dame, die Junge, oder zwei Damen. Und dann sage ich, ja, hallo. Kennen wir uns? Und zwar war das dann auch die Katja, die mit dem Kai von Travel Camping Living schon mal unterwegs war, in ihrem Ford Nugget. Ja, und die hat mich halt erkannt. Sie kommt auch aus Cottbus und war zu Besuch, wohnt allerdings jetzt nicht mehr in Cottbus, war zu Besuch in Cottbus gewesen. Ja, und dann haben wir uns verabredet, dass sie uns besuchen kommt, und dann war sie am Wochenende bei uns mit ihrer Mama. Und dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten, und das war sehr, sehr nett, weil die Katja war schon mehrmals auch in Norwegen, auch im Winter, und macht super tolle Nachtaufnahmen. Das ist ihre Spezialität und hat unter anderem auch schon mega geniale Polarlichter aufgenommen. Oh, neidisch sei. Und die war auch in Island gewesen mit ihrer Mama, haben sich dort einen Kastenwagen gemietet zu Silvester. Und sind da durch die Gegend getourt und haben auch einige abenteuerliche Erlebnisse gehabt. Die Katja selber hat wohl eine Webseite. Ich bin immer noch nicht genau dazu gekommen, mir alles in Ruhe durchzulesen, aber einen Teil schon. Videos macht sie nicht, aber sie hat eine Webseite, die verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Und sie hat auch ein Buch geschrieben über Nachtfotografie, wo sie Tipps gibt, wie man am besten solche Aufnahmen macht und auch wie man so eine Reise, so eine Fotoreise mit Polarlichtern zum Beispiel vorbereitet. Und das werde ich mir mal holen, das Buch, bei Gelegenheit. Und ich werde aber euch auf jeden Fall die Webseite unten schon mal verlinken, und da könnt ihr mal drauf schauen, wer Interesse daran hat. Auf der Webseite kann man auch dieses Buch dann erwerben. War sehr interessant, war ein sehr, sehr schöner Abend. Liebe Katja, falls du das siehst, sei gegrüßt. Michael sitzt natürlich wieder hinter der Kamera. Genau. Oh. Ja, und da haben wir einen sehr netten Abend gehabt. Und also, es ist immer so nette Begebenheiten, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Und also wenn ihr auch irgendwo mal uns seht oder so, und quatscht euch uns ruhig an. Also wir haben jetzt schon so nette Abende gehabt, ne, die wir verbracht haben. Ja, immer ansprechen. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Jetzt koche ich erst mal. Im Übrigen möchte ich mich bedanken bei der Andrea und bei der Ela, die uns ganz tolle Informationen vom Caravan-Salon zukommen lassen haben. Weil wir ja nicht dabei sein konnten, haben sie uns ganz viel Videos gedreht und Bilder gemacht und haben uns die zugeschickt. Und insofern konnten wir da einen kleinen Einblick haben. Ich wollte nur nicht, mir ist es gerade eingefallen, dass ich es vergesse, mich bei euch beiden bedanken für die vielen Informationen. Ihr seid beide einfach nur Zucker.